Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meiner Lernvideoreihe Einfach schneiden mit dem CyberLink Power Director. In der heutigen Folge möchte ich euch einen kleinen Trick verraten, wie ihr einen Filmkommentar in der Postproduktion aufnehmen könnt, ohne ein zusätzliches Mikrofon anschließen zu müssen. Dafür braucht ihr nichts weiteres als eure Videokamera. Ich habe hier ein etwas älteres Modell in dem Fall, aber es geht ja um den Ton und nicht um den Film. Ich schalte sie mal an. So. Diese Videokamera nimmt relativ gut mit dem eingebauten Mikrofon Ton auf und ihr positioniert sie am besten so, dass sie sich direkt vor euch befindet und dass ihr in diese Kamera reinsprecht. Das Bild ist gar nicht so wichtig. Doch bevor ihr anfangt, einen Kommentar aufzunehmen, ist es sinnvoll, euch diesen Kommentar für die Filmsequenz aufzuschreiben. Weil es klingt nicht gut, wenn ihr auf diesem Kommentar stottert oder wenn ihr Üs, Äs oder sonstige Pausen einsprecht, die nicht passend sind. Ein Filmkommentar ist immer gut, wenn er sich flüssig anhört und auch die richtige Betonung ist. Ich habe das im Vorfeld schon mal gemacht. Bei dem Kommentar, um den es mir jetzt geht, geht es um Aufnahmen, die ich im letzten Jahr gemacht habe. Ich war im Rhein-Nahe-Tal, in Rheinland-Pfalz, in den Weinbergen unterwegs und habe dort Reben gefilmt, wo die Trauben schon sehr saftig hingen. Und diese Sequenz möchte ich jetzt im Nachhinein vertonen. Das heißt, ihr stellt euch eure Kamera direkt vor euch auf, schaltet sie ein. Und wenn die Kamera läuft, damit ihr nachher auch die Film- bzw. Audiospur der Szene zuordnen könnt, empfehle ich immer, bevor ihr startet, diese Sequenz auch richtig zu benennen. In diesem Fall würde ich sagen, Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahetal an Filmposition XY. Und XY ist in dem Fall die genaue Zeit. Das könnt ihr ja an der Zeitachse ablesen, als Beispiel 2 Minuten und 8 Sekunden. Dann habt ihr später in der Postproduktion bei der Zuordnung etwas leichter. Ich würde jetzt nochmal anfangen. Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahetal an Filmposition XY. Ob der Wein ein guter wird, das lässt sich noch nicht sagen. Aber die Reben im Nahetal hängen voller Trauben. Auch die kleinsten Lebewesen finden, dass der Traubensaft sehr lecker ist. Ihr habt jetzt gemerkt, ich habe ein bisschen gestottert. Deswegen würde ich diesen Filmkommentar nochmal einsprechen, so dass er dann auch perfekt zu verwenden ist. Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahetal an Filmposition XY. Ob der Wein ein guter wird, das lässt sich noch nicht sagen. Auch hier an dieser Stelle, ich habe mich versprochen, also fange ich lieber nochmal neu an, weil das kann ich in der Postproduktion auch nicht mehr verändern. Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahetal an Filmposition XY. Ob der Wein ein guter wird, das lässt sich noch nicht sagen. Aber die Reben im Nahetal hängen voller Trauben und die sehen richtig saftig aus. Auch die kleinsten Lebewesen finden, dass der Traubensaft sehr lecker ist. Das ist es eigentlich schon. Und im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt, wie ihr diese Audiospur in eure Postproduktion an der entsprechenden Stelle einfügt und wie ihr dann einen Filmkommentar ohne externes Mikrofon ganz einfach aufgenommen habt. Bis gleich! So, ich habe jetzt alles soweit vorbereitet. Das Laptop ist hochgefahren. Ich habe in der Zwischenzeit die Filmdatei auf das Laptop rübergespielt. Und was wichtig ist, nachdem ihr sie rübergespielt habt, müsst ihr sofort die Datei entsprechend umbenennen, dass ihr sie später viel leichter wieder in euer Medienraum zuordnen könnt. Ich habe das gleich getan. Filmkommentar Zeit XY, so hatte ich sie ja auch auf der Videospur genannt. Jetzt ziehen wir einfach diese Datei hier rein in den Medienraum vom CyberLink Power Director und wir brauchen hier nur die Audiospur. Das heißt, alles das, was hier die Kamera an Film aufgenommen hat, ist unerheblich. Deswegen können wir auf Audio extrahieren gehen. Jetzt möchte er gerne den Speicherort wissen. Da nehme ich gleich den finalen Speicherort, wo ich auch dann die ganzen Videoclips abgelegt habe für diesen Filmschnitt.
Das legt ihr als eine WAV-Datei ab und ihr müsst nur noch auf den Dateinamen achten. Der stimmt in dem Fall, auf Speichern gehen und in dem Fall fängt an, das Filmprogramm die Datei zu trennen in eine WAV- und eine Filmdatei und gleichzeitig wird diese WAV-Datei auch hier in den Medienraum reingezogen. Die können wir jetzt hier runterziehen auf eine leere Audiospur. Jetzt gucken wir uns das mal im Detail an. Die ist natürlich länger als jetzt hier mein geplanter Schnitt. Das sind Aufnahmen aus dem Rhein-Nahe-Tal in Rheinland-Pfalz, die ich gemacht habe. Es ging um die Trauben. Jetzt gucken wir mal hier. Die ist natürlich deutlich länger. Das können wir hier schon mal löschen. So. Wir gucken mal, an der Wellenform kann man schon so grob erkennen, um was sich handelt. Das war ja ganz zum Schluss, als da meine Sprachaufnahme erst gut funktioniert hat. Aber die Reben im Nahtal hängen voller Tra. Hier sind wir noch nicht. Wir ziehen das auch mal deutlich ein bisschen zusammen. Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahtal an Filmposition. An dieser Stelle sind wir richtig. Das heißt, hier machen wir schon mal den ersten Schnitt. Das können wir hier mit diesem Werkzeug machen, Zeitachse teilen, entfernen und Lücke füllen. Dann fluppt das automatisch an die entsprechende Position. Jetzt hören wir uns das nochmal kurz an. Kommentar für Luftaufnahmen Weinberg im Nahtal an Filmposition XY. So, hier sieht man auch schon an der Wellenform, dass ich da kurz ruhig war. Wir schneiden das wieder, entfernen. Jetzt würde ich die Lücke erstmal lassen, weil jetzt müssen wir noch schnell das Ende hier festlegen. Dass der Traubensaft sehr lecker ist. Alles klar, das geht bis hierhin. Okay, jetzt verschieben wir das hier. Jetzt habe ich natürlich aus Versehen hier einen Punkt gesetzt. Das machen wir mit STRG und Z wieder rückgängig. Schieben das hier an die Position. So, und dann gucken wir mal, wie das Ergebnis ist. An Filmposition XY. Ob der Wein. Okay, dann müssen wir noch ein bisschen sauberer arbeiten. Entfernen und Lücke füllen. Wir schauen, ob es passt. Ob der Wein ein guter wird, das lässt sich noch nicht sagen. Aber die Reben im Nahtal hängen voller Trauben und die sehen richtig saftig aus. Auch die kleinsten Lebewesen finden, dass der Traubensaft sehr lecker ist. Ja, perfekt. So einfach und schnell könnt ihr ohne ein externes Mikrofon einen Filmkommentar aufnehmen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Anregungen oder Kritik habt, schreibt sie bitte unten in die Kommentare rein. Ich freue mich darüber. Lasst mir einen Daumen da oder abonniert meinen Kanal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs freundliche Zuschauen. Tschüss.